Herzlich willkommen zur 43. LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Mein Name ist Richie Bettauer und mein Gast heute ist Mario Meyer. Ich möchte mich zuerst einmal ganz herzlich bedanken beim österreichischen Staat und bei der katholischen Kirche. Ich finde das grundsätzlich sehr großzügig, dass ihr aus meinem Geburtstag einen Feiertag macht. Andererseits müsste das, wenn es nach mir geht, nicht nur alle 12 Jahre passieren. Die Stammseher dieser Sendung wissen bereits, die Challenge 44 ist gestartet. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind ausgewählt. Ich freue mich irrsinnig drauf. Am Montag geht's los. Und heute, bevor Mario Meyer in einem der für mich bisher, muss ich wirklich ehrlich sagen, spannendsten Interviews über Lead-Generierung spricht, weil es halt auch sehr, sehr nahe an meinem Kernthema ist, an Digitalisierung, schauen wir uns in Frag den Richie ein sehr brisantes Thema an, nämlich das Image der Deutschen in Österreich. Falls du dich jetzt fragst, was hat das in der LinkedIn-Show verloren? Ich habe über meine Webseite von Andrea diese Frage bekommen und ich finde sie sehr, sehr spannend. Hallo lieber Peter, danke schön. Danke. Und im Hack der Woche, ich habe auch gestern was dazu gepostet, ein genauerer Blick auf einige LinkedIn-Zahlen. Da gibt es nämlich auch einiges an Unsicherheit, welche KPIs denn überhaupt wichtig sind und auf welche Zahlen es ankommt. Und überhaupt, was macht man, wenn LinkedIn die Spielregeln ändert und die Views plötzlich runtergehen? Was hat das zu bedeuten? Was bedeutet das im Reporting, wenn ich plötzlich 50% weniger Views habe? Habe ich was falsch gemacht? Hat LinkedIn was geändert? Das sind gar nicht so triviale Fragen und ich glaube auch, das richtige Mindset hilft dabei, sich denen sozusagen von der richtigen Seite her zu nähern. Ja, freut mich sehr, dass ihr heute trotz Feiertag und schönem Wetter dabei seid. Hier in Wien strahlt mittlerweile die Sonne. Ich persönlich freue mich sehr drauf, dass ich morgen endlich wieder mal einen Workshop, nicht als Webinar, sondern Face-to-Face haben werde. Und ja, danach ein entspanntes Wochenende mit meinem ersten Eisbad, bei meinem ersten Wim Hof Workshop. So, ja. Es wird nicht wahr. Aber damit zurück zum Thema, zurück zu unserer ersten Rubrik. Frag den Richie. Tja, so geht sich das knapp aus. Wie bereits angedeutet, ein sehr, sehr, sehr brisantes Thema. Wenn ihr selber eine Frage habt, wie gesagt, auf datenschmutz.net/LinkedIn-Show gibt es ein Formular. Da könnt ihr Fragen stellen. Ich werde die in einer der nächsten Ausgaben dann beantworten. Gerne mit Namen, selbstverständlich auch gerne anonym oder nur mit Vornamen, wie in diesem Fall. Andrea möchte nämlich von mir wissen: Ich möchte Social Selling in Österreich machen. Hast du einen Tipp, wie ich als Piefke nicht gleich in eine Schublade komme und aussortiert werde? Und dazu muss man quasi zum kulturellen Background dieser Frage sagen. Zwischen Österreich und Deutschland, oder zumindest einseitig, als Österreicher kenne ich das ja eher von der Seite, da herrscht eine eigenartige, ja, Hassliebe ist vielleicht zu stark ausgedrückt, aber ein zumindest ambivalentes Gefühl. Auf der einen Seite nennen viele Österreicher Deutsche gerne abfällig Biefke, auf der anderen Seite, und das finde ich auch sehr spannend, hat eigentlich, behaupte ich mal, der Durchschnittsösterreicher den Eindruck, dass der Deutsche leistungsfähiger, zielstrebiger und in vielen Fällen auch gebildeter ist. Das heißt, auf der einen Seite haben wir vielleicht ein zu positives Bild von unseren Nachbarn, auf der anderen Seite ein zu negatives. Das macht auch einen großen Unterschied aus, ob man in einem österreichischen Tourismusgebiet aufwächst, mit Tirol beispielsweise, oder in einer Großstadt. Aber letztendlich bezieht sich die Frage natürlich darauf, beim Social Selling oder gerade beim Vertrieb, wenn man kontaktiert wird, da spielt das persönliche Vertrauen eine große Rolle, da spielt der Kontaktaufbau eine große Rolle. Und Andreas' Frage zielt natürlich letztendlich darauf ab, wenn ich mit deutschem Akzent als erkennbar Deutsche jetzt einen Österreicher kontaktiere, nimmt er mich da vielleicht ganz anders wahr? Ich denke, es hängt einmal grundsätzlich, ob dieses Problem überhaupt existiert. Das hängt sehr, sehr stark von der jeweiligen Person ab, so bei vielen Fragen natürlich. Und es hat auch mit der Bio zu tun. Und ich denke, dass das Internet oder die recht starke Kollaboration im Dachbereich für viele
gar nicht mehr dran denken lässt, aus welchem Land jetzt jemand kommt. Bei mir, ich habe in meinem Netzwerk recht viele Schweizer, recht viele Deutsche, wenn wir gemeinsam Aktionen machen, sei es jetzt LinkedIn Lab Workshop oder On Point oder so, ist mir das natürlich vollkommen egal. Und wenn es um Business geht, ganz genauso, ich bin es auf der Uni auch gewohnt, da haben wir auch einen hohen Anteil an deutschen Studenten. Ich denke, es gibt zwei Arten, damit umzugehen. Entweder man thematisiert, ich muss da gerade an Christoph Grissemann und Stehermann denken, also das ist ein österreichisches Komiker-Duo, die diese Willkommen in Österreich-Sendung moderieren und die lebt auch bis zu einem gewissen Grad von der Dynamik zwischen den beiden und der Dirk Stehermann, Deutscher, ich glaube Darmstadt oder so eine mittelgroße deutsche Stadt, irgendwo daher, der thematisiert das auch laufend, dass er halt sozusagen der blöde Biefke ist, den in Österreich keiner mag und er nicht wählen darf und so weiter. Ich glaube, wenn man so etwas thematisiert, dann nimmt das natürlich auch einiges von der Spitze raus oder man spricht es gar nicht an. Ich persönlich würde meinen, so zumindest in meiner Beer Group macht das keinen Unterschied. Aber nochmal, urbaner Raum und Land mag da durchaus eine Differenz sein. Aber ich sag mal, wenn du als Deutsche einen Österreicher kontaktierst, dann ist mein Bauchgefühl und für alle hier, die mitlesen, bitte schreibt eure Meinung auch dazu rein, würde mich interessieren, was ihr drüber denkt. Die Chance ist so ungefähr 50-50, dass der sich denkt, oh ja, super, ein Deutscher, oder dass der sich denkt, oh, ein Deutscher. Mit anderen Worten, es macht eigentlich in Wahrheit keinen großen Unterschied, meiner Meinung nach. Unsere Familie hat Verwandte in Holland, in den Niederlanden, und ich glaube, das ist jetzt auch sehr anders, aber meine Großeltern kennen das natürlich noch, die Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, da, sage ich mal, herrschte ja zwischen den Niederländern und den Deutschen nicht gerade glühende Freundschaft. Waren Deutsche auch nicht unbedingt wahnsinnig gern gesehene Gäste dort und komischerweise Österreicher aber schon, als ob wir da unbeteiligt dran gewesen wären. Ich glaube, diese kleinen Nationalismen und Vorurteile, wenn wir von Rassismus oder von Nationalismus sprechen, da gibt es einen ganz tollen Spruch von Hans Magnus Enzensberger. Das ist der einzige Satz, den ich vollständig in Italienisch kann. Quando si parla di nazione, la mia tendenza è di tacere. Wenn ich von Nationen spreche, dann neige ich dazu, ruhig zu sein oder die Goschen zu halten, wie wir in Wien sagen. Nationalismus und Nationalstolz. Ich habe in der, nur mal ganz, ganz frei assoziativ meine Gedanken dazu. Ich habe in der Schule 4 Jahre lang Französisch gelernt und, lustig, Maurizio, genau zeitgleich. Im Französischen gibt es die Aussage, c'est le ton qui fait la musique. Genau, es ist der Ton, der die Musik macht. Ich habe jetzt deshalb gerade Frankreich gesagt, weil ich muss oft auch daran denken, ganz stark im französischen Selbstbewusstsein, die Grand Nation, auch die Ablehnung von Lehnwörtern. In Frankreich heißt der Computer ja nicht Computer oder Computer, sondern L'Ordinateur. AIDS heißt nicht AIDS, sondern SIDA. Ich bin mir nicht sicher. Immer wenn ich Computer sage, mischt sich meine Alexa rein. Alexa, pst, finde ich ein eigenes Special Aktivationswort. Egal. Ich glaube, so ein übertriebenes Nationenbewusstsein, das kommt natürlich aus einem anderen Gesellschaftssystem und meiner Wahrnehmung nach zerbröckelt das zum Glück gerade. Die EU, man mag sie in wirtschaftlicher Hinsicht kritisieren, wenn man die Generation oder die Generationen vor uns befragt. Die Idee, dass es ein Europa ohne Kriege, ohne Konflikte gibt, ist relativ neu und ich darf euch daran erinnern, ich habe auch recht nahe damals in Kärnten den Jugoslawienkrieg miterlebt, der war in den 90ern, das ist nicht so lange her. Das heißt, Nationalismen sind genauso wie Religionen, sorry, wenn ich jetzt irgendjemandes Gefühle verletze, die besten Voraussetzungen für Auseinandersetzungen und Kriege. Nationsgefühl entsteht durch Nationalismus und ich bin kein glühender Fan des Projekts EU oder irgendeines anderen Projekts. Ich bin persönlich ein langjähriger Barry Roden-Leser und meiner Ansicht nach müsste oder sollte, und das kann man jetzt aus Distributionssicht sehen oder aus politischer Sicht, die Entwicklung ja darauf auslaufen, dass es einen Nationalstaat gibt und die Nation ist eben unser geliebter kleiner blauer Planet. Ich persönlich sehe in dem Konstrukt von Nationen nur Nachteile. Natürlich Identität und Tradition und so weiter, das wird oft mit Nationalismus argumentiert, gerade von den Rechten. Ich finde dieses Konzept des Europas der Regionen einen recht guten Gegenentwurf, aber wie gesagt, Nationalismus ist irgendwie blöd und letztendlich, und darauf zählt die Frage ja auch ab, haben Österreicher Vorurteile gegenüber Deutschen. Das ist eine kleine Sache und was ich vorher gemeint habe, Rassismus, da denkt jetzt gerade in den USA die ganzen Vorfälle, die ja regelmäßig alle paar Jahre kommt so etwas dort vor, dass ein Afroamerikaner drastisch ungerecht von der Polizei behandelt wird, dann gibt es Rassenunruhen, das sind die großen rassistischen Probleme, aber im Kleinen fängt das natürlich exakt dort an,
wo ich jemanden, der von irgendwo anders herkommt, grundsätzlich misstraue oder vollkommen andere Dinge unterstelle. Ich glaube, die Gemeinsamkeiten sind in der Regel recht groß. Wir, gerade auch in der Online-Kommunikation, müssen wir uns im Klaren sein über kulturelle Differenzen. Und da spreche ich jetzt nicht von Österreich und Afghanistan, sondern auch kulturelle Differenzen, beispielsweise zwischen deutschsprachigen Markt, englischsprachigen Markt. Das sind kleine Differenzen, die resultieren teilweise aus Sprache. Aber Nationen, da kann ich mich Hans Magnus Enzensberger anschließen. Ich bin nicht stolz darauf, Österreicher zu sein. Ich finde, es gibt keinen Grund, stolz auf den Ort zu sein, an dem man geboren worden ist. Genauso wenig, wie ich mich dafür schäme, Österreicher zu sein, aus demselben Grund. Mir persönlich wäre es lieber, wenn auf meinem Pass Terra stehen würde als Österreich. Aber wie gesagt, wenn du das angehst, ich glaube, es hängt wesentlich mehr an deiner Persönlichkeit als von der Tatsache ab, ob du Deutsche bist oder Bulgarin oder sonst was. Trotteln werden Trotteln bleiben. Also es mag sein, dass du mal eine schlechte Erfahrung machst, aber ja, gehört auch dazu. So, jetzt bin ich ganz schön abgeschwiffen, aber das erlaube ich mir einfach mal in meiner Geburtstagssendung. Also, danke schön, danke für die Glückwünsche. Hallo Peter. Ah, Peter Mörmann, du schreibst, ich habe viele Jahre in Österreich zusammengearbeitet, war super, Wien, Linz, Salzburg war cool, ganz nette Menschen. Meine persönliche Bio schaut ja so aus, dass ich, dadurch, dass ich sehr früh im Online-Bereich gearbeitet habe, war ich dann eigentlich zuerst in Kontakt mit Verlagen. Ich habe für Heise Verlag, der Lepolis, geschrieben und hatte dann auch recht rasch über meinen Job bei Libro Online mit vielen deutschen Kollegen und so zu tun. Ich wäre jetzt auch irgendwie blöd zu sagen, ich arbeite besonders gern mit Deutschen zusammen, aber ich hätte, wenn es da eine Differenz gibt, dann vielleicht die, wir Österreicher neigen etwas mehr zum Socializen und zum Plaudern in Business-Meetings. Das ist etwas, das ich persönlich gar nicht mag, weil ich eben lieber fokussiert arbeite. Vielleicht deshalb. Ich habe umgekehrt auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, Maurizio, es ist maßgebend, wie jemand auftritt. Mir ist Kultur, Religion genauso pipi egal. Es gibt nette Typen und A-Löcher in ganz unterschiedlichen Kulturen. Hallo Barbara, herzlich willkommen. Dankeschön. Barbara Covarrubias, recht neu hinzugekommene Kollegin im Live-Ragen. Live-Ragen kann ich euch sehr, sehr empfehlen, ihre Sendungen. Also wir hier in der LinkedIn-Show sowieso ein komplett dachgemischtes Publikum statt durchgemischtes Publikum. Wir hatten allerdings auch schon Zuseher und Zuseherinnen aus Südamerika. Also hier keinerlei kulturelle Differenzen und Barrieren. Etwas anders, also es sind nicht gerade kulturelle Differenzen und auch nicht unbedingt Barrieren, aber reichlich, durchaus reichlich Potenzial für Missverständnisse bieten LinkedIns KPIs, Statistiken, die Zahlen, die man bekommt. Und dazu eine kurze Anmerkung. Wenn man sich schon so ein Weilchen in der Webszene rumtreibt, dann hat man schon länger mit dem Thema Analytics zu tun. Ich kann mich erinnern, ich glaube, der erste Counter, den ich auf meiner eigenen Webseite eingebaut habe, das muss so 95 gewesen sein, das war so ein so eine Art dynamisches, animiertes GIF. Die Älteren von euch können sich vielleicht noch daran erinnern, das waren diese Counter, die sichtbar auf der Homepage eingebaut waren und immer wenn ein Besucher kam, zählte der um eins rauf. Das Web war nicht so populär, ich hatte da einen dreistelligen, das hat gut gereicht für ein Jahr. Und mit der Komplexität des Webs und auch mit natürlich der Notwendigkeit oder dem Wunsch, die Dinge, die Menschen dort zu tun, genauer auszuwerten, stieg dann auch die Komplexität der Analysesysteme sehr stark. Wir haben in dem Bereich, soweit ich das überblicke, eigentlich drei große Themenbereiche. Das eine ist die Webanalyse. Da haben wir Google Analytics als Platzhirsch mit für mittelgroße Seiten mit dem Gratisangebot. Recht gutes Tracking, das Google selber natürlich auch sehr viel Mehrwerte liefert. Dann gibt es im Social Media Bereich die Zahlen, die die Plattformen selber hergeben, entweder zu einzelnen Postings oder aggregiert. Und dann gibt es halt noch verschiedene Dashboard-Lösungen, die eben diese unterschiedlichen Zahlen zusammenfügen. Und in der Theorie, in der digitalen Theorie, wäre das ja alles super, super gut trackbar und wissen genau, was jeder Kunde tut. Meine persönliche Erfahrung ist es eigentlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen an der Stelle, je länger ich mich mit dem Thema Analytics beschäftige, desto mehr lerne ich, wie komplex das Ganze ist. Wenn ihr zum Beispiel nur mal über Attribution oder Attribuierung nachdenkt,
Ihr macht irgendwelche Online-Werbemaßnahmen, ihr habt im simpelsten Fall einen Service, eine Beratung, die man online bucht oder einen Online-Shop und ein Kunde kommt, legt das Produkt in den Warenkorb, bezahlt, ja, alles gut. Und man schaut dann normalerweise im Online-Marketing bei der eben Attribuierung, was, wie ist der zu mir gekommen? Und da gibt es verschiedene Methoden und Techniken natürlich. Ein Referrer wäre hier zu nennen, und wenn ich jetzt sehe, da ist jemand beispielsweise von LinkedIn auf meine Seite gekommen, hat dann danach bei mir eine Stunde Beratung gebucht, dann könnte ich das jetzt sozusagen als, ja, in meinem Tracking, in meiner Statistik als Conversion ausweisen. Im richtigen Leben ist es aber tatsächlich so, und das ist natürlich auch ein großes Thema in der sogenannten in Customer Experience Management, wenn wir uns nicht gerade ein Convenience-Produkt kaufen, wie eine Zahnpasta oder ein, weiß nicht, Coffee to go oder Päckchen Kaugummis, dann ist es in der Regel, in den meisten Fällen nicht so, dass man einmal hinschaut und recherchiert. Wenn ihr da an euer eigenes Konsumverhalten denkt, denkt an Hobbys. Ich kaufe immer wieder mal Zubehör, früher für Fotografie, mittlerweile mehr für Video. Und dann schaut man vielleicht mal auf Amazon oder auf einem anderen Shop. Und wenn man dann zwei, drei Dinge in der Auswahl hat, dann googelt man vielleicht nochmal, schaut sich Testberichte an oder so. Und irgendwann kommt es dann zu einem Kaufabschluss. Im Durchschnitt, das hängt natürlich auch von der Investitionshöhe ab und so weiter. Aber da muss man schon so mit 5 bis 7 sogenannten Touchpoints rechnen. Und es ist überhaupt nicht gesagt natürlich, dass der letzte Touchpoint vor dem Kauf tatsächlich der ausschlaggebende war. Vielleicht hat er sich 3 Tage vorher schon auf Google ausführlich mit dem Thema befasst, hat sich Artikel durchgelesen, was auch immer. Dann sieht er ein Status-Update und denkt gerade dran, ah, ich wollte das ja machen, aber gestern hat die Frau gesagt, du musst mit dem Hund raus und so. Jetzt buche ich mir schnell und suche den Termin aus. Und das wäre eigentlich im Einzelfall, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass dieses konkrete Posting oder dieser Referrer von dem aus, der zu dem Kauf kommen ist, dass das der Auslöser war, dann wäre das eine grundfalsche Annahme. Und ich betreue für einzelne Kunden immer wieder mal auch AdWords-Accounts, und was ich wirklich sehr schätze, sind diese Account-Reviews mit den Google-Experten. Es gibt niemanden, keine AdWords-Agentur auf der Welt, die sich annähernd so gut mit AdWords auskennt wie Google selber. Und mit denen habe ich natürlich auch viel über die Attribuierung diskutiert. Und letztendlich stecken dann sehr viele Annahmen dahinter. Welches Medium möchte ich attribuieren? Will ich eben das letzte nehmen, das vorletzte? Das kann man teilweise schon ganz gut abbilden. Aber da gibt es jetzt keine hundertprozentig richtige Art. Und Webstatistik erweckt halt oft den Eindruck, ich habe da mega, mega viel Daten. Aber das heißt nicht unbedingt, dass ich tatsächlich in der Detailtiefe tracken kann. Ich hatte vor ein paar Wochen hier Arthur Kosch zu Gast, einen deutschen SEO-Experten, spezialisiert auf den Finanzbereich, und der hat einen für mich, er muss wahrscheinlich ein bisschen ein SEO-Nerd sein, ein grandioses Buch geschrieben über ROI im SEO, also Return of Invest, und jetzt ja gerade SEO eine super gut vermessbare Disziplin, und ich kann, ja gut, die Tools kosten was, aber mit Services wie Ahrefs oder anderen Tracking-Tools kann ich meine Keyword-Positionierungen verfolgen, ich habe meine Analytics-Daten, ich habe die Webmaster-Konsole-Daten, aber Google gibt ja nie die vollständigen Keyword-Daten her. Das heißt, selbst in einem hochprofessionellen, strukturierten SEO-Prozess werde ich nie ganz genau auseinanderklamüsern können, wer ist jetzt auf meine Seite mit einem Brand-Keyword kommen, mit meinem Firmennamen, wer mit einem Money-Keyword. Da ist eine recht beträchtliche Unschärfe, weil Google gibt eigentlich nur so maximal 10-15% dieser Keyword-Daten her. Das heißt, da stecken auch eine Menge Annahmen dahinter. Und das ist nicht so einfach, wie man glaubt. Und in dieser Hinsicht muss man auch sagen, da macht jetzt LinkedIn eigentlich keine große Ausnahme. Ich habe letzte Woche dazu ein kleines Posting veröffentlicht. Und der Punkt dabei ist eben, es gibt manche Statistiken, die kann man messen, die machen sich ganz gut in Vorstands- oder Geschäftsführungspräsentationen. Wie war unsere Follower-Entwicklung? Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich persönlich kenne kein Unternehmen, bei dem die Followerzahl im Laufe der Zeit nach unten geht. Also ich weiß nicht, da müsste man wahrscheinlich schon bestehende Follower, na, ich weiß nicht mal, ob beleidigen helfen würde, weil die sich nicht sehr dafür interessieren, sehen die Status-Updates ja ohnehin nicht. Es gibt Statistiken, ein schönes Beispiel ist auch die Zahl der bisher gepublished Status-Updates insgesamt. Ja, wenn ihr einfach mal eine Kurve braucht, die nach oben geht, wenn wir im Performance, im Marketing, im resultatsorientierten Bereich von Tracking sprechen, dann geht es natürlich nicht um Vorstände, die vielleicht ihre Followerzahl mit dem Golfpartner vergleichen wollen, sondern um Dinge, die tatsächlich Ergebnisse bringen. Und da ist einmal ganz
wichtig, denke ich, egal welche Zahl man misst, das Delta ist immer sehr spannend. In der Mathematik das Delta, die Differenz. Egal, ob es der Social Selling Index ist, die Zahl der Follower, die Reaktionen. Wenn ich diese Zahlen zu einem bestimmten Zeitpunkt erhebe, ich kann sie höchstens vergleichen mit anderen in derselben Branche, zumindest das, was öffentlich zugänglich ist, kann mir überlegen, ob ich da oberhalb, unterhalb einer bestimmten Benchmark bin. Aber Aussagen treffen kann man eigentlich erst, wenn man Zeiträume vergleicht. Ja, wie hat sich mein SSI von heute im Vergleich zu vor einem Monat entwickelt? Dazu solltet ihr natürlich Zeiträume wählen, die sinnvollerweise auch managebar sind. Ich glaube, die wenigsten haben Zeit, sich täglich stundenlang mit den Statistiken auseinanderzusetzen. Und der zweite schwierige Faktor ist natürlich, dass es auch hier eine starke Parallele zum SEO, dass es ausgesprochen schwierig ist, wirklich auf den Punkt genau zu wissen oder festzustellen, welche Einflüsse zu welchen Entwicklungen geführt haben. Ihr könnt, oder man müsste dazu wirklich sehr strukturiert vorgehen, aber nur ein simples Beispiel. Ihr postet zwei Wochen lang Postings mit einem Foto und einem Text dabei und in der Woche drauf zu denselben Zeiten dieselben Postings, aber jeweils mit einer Bildgalerie und dann in der Woche drauf immer dasselbe mit einem Dokument, weil ihr rausfinden möchtet, welches Format von Status-Updates performt am besten. Wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben, dann kann man da Aussagen treffen, aber wer weiß denn schon wirklich, wann genau LinkedIn welche Algorithmus-Updates einspielt, ob nicht irgendwelche anderen Faktoren mitspielen. Wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich, da ist mal der Notification-Feed für 40 Stunden ausgefallen, zumindest im Dachraum. Keine Notifications, dann geht die Aktivität auch sehr runter. Es gibt immer viele Faktoren und in der Regel ist es ja auch so, dass wenn man auf LinkedIn kommuniziert, man hat da nicht einen Account, der ein reines Experimentallabor ist, sondern auch eine Agenda. Das heißt, man kann nicht einfach nur Faktoren variieren, man kann auch nicht ein und dasselbe zweimal variiert posten. Man kann nicht zweimal in denselben Newsfeed springen sozusagen. Und was ich damit sagen will, es ist nicht so einfach, weil die bloßen Zahlen bringen mir nur was, wenn ich sie auch auf einen identifizierbaren Einflussfaktor zurückführen kann. Und das ist nicht so einfach. Beispiel Views. Was ist ein View auf LinkedIn? Ihr habt bei euren eigenen Status-Updates, seht ihr immer die Views eingeblendet, die werden angezeigt. Und bei den Status-Updates von anderen sieht man die Views nur bei den Videos. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass Videos, zum Beispiel, es ist jetzt egal, ob jemand 500 Follower hat oder ob es ein eher großer Account wie meiner ist, wenn ein durchschnittliches Status-Update bei mir so 3.000 bis 5.000 Views hat, dann hat ein durchschnittliches Video 500 bis 800 Views. Heißt das jetzt, dass die Leute sich für Video weniger interessieren? Nein, überhaupt nicht notwendigerweise. Ein Video-View auf LinkedIn ist so, wie es sich im Internet eigentlich fast zum Standard entwickelt hat, ein 3-Sekunden-View. Da kann jemand auch nicht in der Timeline über das Video drüber scrollen, dann gehen sich die 3 Sekunden nicht aus. Der muss 3 Sekunden zusehen, mit oder ohne Ton. Das hängt jetzt noch davon ab, natürlich, ob er selber Autoplay aktiviert hat und bei dem Video stehen bleibt und den Ton aufdreht. Ob er Autoplay deaktiviert hat, dann muss er aktiv auf Play drücken, wie auch immer. Er muss da 3 Sekunden zusehen. Ein View bei einem Status-Update bedeutet was vollkommen anderes. Wenn ihr durch eure Newsfeed scrollt, dann passiert das ja vertikal sozusagen. Es ist scroll runter oder rauf, je nachdem in welche Richtung. Und da kommen immer entweder neue Status-Updates von oben oder von unten in den sichtbaren Teil des Bildschirms rein. Und als View zählt LinkedIn dann, wenn irgendein Status-Update zu irgendeinem Zeitpunkt zu mindestens 50% sichtbar ist. Das heißt, wenn ihr nach unten scrollt, wenn die ersten 50% eingeblendet sind oder im umgekehrten Fall, wenn ihr nach oben scrollt, 50%. Das heißt in keinster Weise, dass jemand das Status-Update auch nur wahrgenommen hat. Und das ist auch der Grund für die Differenz zwischen den Video-Views und den normalen Views. Wenn ich das nicht weiß, dann wird es sehr schwierig sein, wenn ich da Zahlen interpretieren muss und dann vielleicht fragt vielleicht mein Marketingdirektor jetzt, ja, Videos produzieren kostet schon mehr als ein Foto machen oder eine Infografik und da haben wir viel weniger Views. Es heißt beides Views. Es sind vollkommen unterschiedliche Dinge. Ähnliches gilt für den Social Selling Index. Der ist ja in 4 Dimensionen aufgesplittet, da gibt es schon viel Diskussion drüber, was da genau die einzelnen Einflussfaktoren sind. Es gibt übrigens auch recht unterschiedliche Aussagen vom Support dazu. Aber die absolute Zahl ist weniger spannend als einerseits diese prozentuellen Werte in der Branche und andererseits natürlich auch die Veränderung. Und auch hier wiederum,
LinkedIn selber sagt ja, der SSI wird täglich aktualisiert. Ich habe bei mir ganz deutlich bemerkt, dass sich Änderungen recht langfristig auswirken. Es dauert so 2 Wochen, sowohl beim Rauf- oder Runtergehen. Also auch da ist ein riesengroßes Fehlerpotenzial. Ich hatte die letzten 3 Tage 2 Status-Updates, die durch die Decke gegangen sind und mein SSI fällt, gerade im Bereich Content. Was ist da los? Das ist ja ein bisschen schwammig. Ich würde mich gerade beim SSI nicht so auf die Echtzeitkomponente verlassen. Eine sehr schöne Kennziffer, die jeder bekommt, ist das Auftauchen in Suchen. Ja, das ist natürlich interessant, wie oft tauche ich in Suchen auf. Es ist nicht so interessant, wenn jemand nach dem Namen sucht. Das ist schon viel spannender, wenn jemand nach Money Keyword sucht. Also wenn jemand einen HR-Berater braucht, und ich bin HR-Berater, tauche ich dann in diesen Suchen auf. Wenn ich zufälligerweise in meinem Profil, warum auch immer, in meinem About-Text Wörter habe, die sehr häufig gesucht werden und ein starkes Profil, dann kann das dazu führen, dass ich bei sehr vielen, sehr häufig in der Suche auftauche, aber ganz themenfremd. Das wäre jetzt so, wenn ich zum Beispiel als Tennistrainer gefunden werde. Ja, ein bisschen hanebüchenes Beispiel, weil das Wort nicht auf meinem Profil vorkommt. Aber wenn ich mir nur die Zahl ansehe, dann habe ich hier eine sehr hohe Zahl, aber das ist genauso vollkommen ungetargeteter Traffic. Es ist nur ein Suchalgorithmus. Das heißt, da braucht man immer Kontext dazu. Man muss auch wissen, mit welchen Begriffen und von wem und so weiter. Dasselbe bei den Kontaktanfragen. Es kann auch sein, dass euer Profil einfach, ja, auch aus den falschen Gründen häufig gefunden wird, dass ihr ein großes Netzwerk habt und dass ihr einfach diese automatisierten Last-in-Contact-Requests von sehr vielen Personen bekommt. Also ich kann eigentlich keine Zahl irgendwie zählen und sagen, je, super, ich habe diesen Monat 3-mal so viel Kontakt-Requests wie letztes Monat. Man muss das immer mit qualitativen Faktoren in Beziehung setzen. Ich bin der Meinung, es gibt keine quantitative Webanalyse. Der Kontext ist absolut entscheidend. Und das ist, wie gesagt, letztendlich halt auch der Punkt, warum es nicht so wichtig ist. Schon sehr, sehr hilfreich. Ich selber bin wirklich ein großer Fan von Shield, die einzige externe Analytics-Lösung, die es für LinkedIn gibt. Aber es ist nicht so wichtig, dass man diese ganzen Zahlen hat. Es liefert auch LinkedIn einiges an Zahlenmaterial, aber man muss halt den Connect schaffen. Wo sind die Kausalitäten und auch letztendlich, wer wird dann zu meinem Kunden? Oder wenn ich im Recruiting-Bereich tätig bin, wer bewirbt sich dann tatsächlich für die Stelle? Das Resultat, die Conversion am Ende, die ist natürlich auch sehr wichtig. Und wie gesagt, aufgrund der verschiedenen Touchpoints ist es oft sehr, sehr schwierig. Vielleicht kontaktiert der mich 2 Monate später, weil er vor 2 Monaten ein Video von mir auf LinkedIn gesehen hat. Aber dazwischen war er mal auf meiner Homepage und so. Das fällt alles raus aus der Attribuierung. Nicht so einfach. Ein möglichst klares Bild kriegt man immer nur aus der Kombination von ja, eben quantitativen und qualitativen Daten. Christian schreibt, vertraue keiner Analyse, die du nicht selbst gefälscht hast. Absolut, ich habe auch viel in großen Unternehmen diese monatlichen Berichte gesehen, die Agenturen da abliefern. Das ist oft schlecht für die Agentur, wenn da jemand Ahnung von AdWords hat. Statistiken sind geduldig, aber wie gesagt, der Kontext ist eben sehr, sehr wichtig. Und damit genug von Zahlen und Fallen, Fallstricken, Zahlen, Fallstricken. Wir kommen zu unserem heutigen Gast, Mario Meyer. Digitalexperte, beschäftigt sich mit Lead-Generierung, aber eben auf eine Art und Weise, die ja meiner Meinung nach die einzig richtige Art und Weise, die sehr, sehr intensiv auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden eingeht, keine Stangenlösung von der Stange ist, so eine One-Fits-All-Sache. Ha, wir sind die Coaches, die das tolle System erfunden haben, 8000 Leads in den ersten 2 Wochen und so weiter. Das ist alles harte Arbeit, das weiß Mario, aber eben wenn man das richtig macht, dann bringt sehr schöne Ergebnisse und vor allem auch langfristig. Aber hören Sie sich das doch selber an. Lieber Mario, herzlich willkommen bei mir in der LinkedIn-Show. Freut mich sehr, dass du heute zu Gast bist. Du bist Experte für digitales Marketing und für digitale Sales. Du bist einerseits, hast du dein eigenes EPU und zwar die IGROMO und auf der anderen Seite bist du Head of
B2B-Sales bei der Wesecon GmbH. Und ihr seid, glaube ich, auch HubSpot Certified Solution Partner. Wie konnte es dazu kommen? Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Chance, da mitmachen zu können, lieber Richie. Ja, wie konnte es dazu kommen? Ich bin seit etwas mehr als 10 Jahren im B2B-Marketing und Sales, also angefangen sehr stark in der Technologiebranche, also bei großen Software-Providern, bei Service-Partnern, dann nachher zum Hersteller und Co. Und da ist immer so gewesen, dass wir halt die Herausforderung gehabt haben, wie bekommen wir genug Leads, wie machen wir den Handoff zwischen Marketing und Vertrieb, wie schaffen wir es, dass wir die Servicequalität hochhalten. Und ja, da habe ich irgendwann gesagt, okay, habe ich mich selbst einmal als Kunde damit beschäftigt, so nach dem Motto als Vertriebsleiter, Marketingleiter, Country Manager, wie können wir das schaffen? Und irgendwann ist mir aufgefallen, nicht nur wir haben das Problem, sondern quasi ganz viele andere Firmen. Und da habe ich mich quasi dann selbstständig gemacht mit der iGromo und habe dann als einen meiner ersten Kunden die Wesecon gehabt, die quasi eine Serviceagentur war im Bereich Telefonmarketing, Intelligent Calling, Vertriebstraining und Co. Und eigentlich haben wir gesagt, okay, die Digitalisierungswelt, die meine ist, und die Servicewelt, die Wesecon ist, das passt super zusammen. Und somit quasi haben wir uns auf einen Backerl gehauen und gesagt, okay, eigentlich zu zweit sind wir stärker als allein. Beide Brands fahren wir natürlich unabhängig, was eine spannende Sache ist, weil oft man sieht, dass Kunden, die eher zum Wesecon-Portfolio passen, eher quasi über die Regionen reinkommen und auch mal umgekehrt. Ja. Aber natürlich quasi je nachdem, was der Kunde gebraucht, wenn es eher um Beratung geht, um Entwicklung geht in der Organisation, dann ist es eher iGromo. Wenn es eher um Outsourcing des Service geht, zum Beispiel Telemarketing oder digitale Lead-Generierung, Outsourcing, dann ist es eher quasi Wesecon-Seite. Das ist aber super, wenn man beides abdecken kann. Das ist natürlich vom Angebot her ein großer Vorteil. Genau, wir sagen immer dazu, entweder wir lernen den Kunden das Fliegen oder wir fliegen für den Kunden. Je nachdem, ob man lieber quasi in der Business Class hinten im Ledersitz sitzt oder quasi selbst halt lernt, ist dann halt das eine oder dementsprechend auch halt quasi das andere dann das Relevante. Ist natürlich auch ein großes Thema noch der Verfügbarkeit der jeweiligen Ressourcen, auch wie sehr, ja, also ich glaube generell in der heutigen Arbeitswelt, sogar auch für EPUs, ein ganz wichtiges Thema, was mache ich selber, was kann ich auslagern an Assistenten und solche Dinge. So ist es, genau, weil häufig, quasi ich als Herausforderung gehabt habe, gerade als EPU, dass die Kunden gesagt haben, Mario, das ist eine super Sache, aber wir werden das nicht gebacken kriegen, weil wir haben nicht die Strukturen, wir haben nicht die Möglichkeiten und ja, dann hatte ich bis dahin keine Lösung und da kam quasi Wesecon ins Spiel, wo ich gesagt habe, okay, das ist eine gestandene Serviceorganisation, die machen das seit über 25 Jahren, die im ganzen Dachraum, da ist natürlich so, da haben wir dann die Strukturen, die Prozesse, die wir brauchen, dann, um den Kunden dann quasi im Outsourcing-Bereich das einfach dann abzunehmen. Du hast ja vorher selber gesagt, du bist kein, wie man in Wien sagt, Frischgefangter, also kein Neuling oder Newbie auf Englisch sowohl in der Technologie, Software, Digitalbranche. Wenn man das oder wenn du das so ganz grob überblicken kannst, was hat sich denn in den letzten 10 Jahren so geändert für dich in deinem Business oder in der Digitalbranche überhaupt? Oh, vieles. Aber vor allem vielleicht 10 Jahre ist fast zu 3 Jahren geändert, nämlich da auch schon viel. Mhm. Da ist ein Thema ganz, ganz wichtig, nämlich diese Denke zwischen Marketing und Vertrieb als Silo-Organisation zu Marketing, Vertrieb und Customer Service als ein Strang, quasi der durchgängig für eine Customer Experience sorgt. Das ist so etwas, wo wir häufig im Beratungsprozess einfach große Hebel einfach sehen, weil ja, häufig klassisches Szenario, Marketing generiert fleißig Leads. Sales quasi hat Probleme, diese Leads zu übernehmen oder quasi findet diese Leads nicht gut genug oder was auch immer, gibt dann kein Feedback ans Marketing. So, im Endeffekt glauben beide Parts, dass sie einen guten Job machen. De facto ist es aber so, ja, dass nur die Durchgängigkeit eigentlich das ist, was danach in einem Skalierungsbereich den Erfolg ausmacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast vor einigen Wochen, dieses virale Posting mit dem Spruch von Professor Würth. Der ist ja auf Facebook und auf LinkedIn auch rumgegangen. Er hat sinngemäß ungefähr gesagt, 90% des Unternehmenserfolgs ist der Vertrieb. Oder ich glaube, es waren 95. Also eine sehr hohe Zahl auf jeden Fall. 2% macht er noch die IT aus und der Rest ist alles andere. Wie siehst du das?
Natürlich, Vertrieb ist wichtig. Vertrieb ist, wie ich es immer sage, Vollkörperkontakt. Im Endeffekt kaufen Menschen von Menschen, das wird ja auch immer so sein. Also, das ist auch auf LinkedIn so, das hat jetzt nichts per se mit einem analogen oder digitalen Kontakt zu tun. Nein, es wird immer so sein, dass ich gerade, also wir beraten ja die meisten Kunden von uns in dem B2B-Bereich, die sind im Bereich von komplexer, teurer Investitionsgüter. Also das ist jetzt nicht Dinge, die man mal beim Billa mitnimmt. Und gerade da ist es so, dass es halt wichtig ist, dass man der Person, wenn man etwas kauft, auch vertraut, dass man dem Partner quasi, dass man da Trust hat und sagt, okay, ich vertraue dir, dass die Maschine, die ich bei dir kaufe oder das Stück Software, das ich bei dir kaufe, dass das auch wirklich diesen Wert generieren kann. Jedoch auf der anderen Seite, das, was wir eigentlich sehen, ist, dass die Vertriebler teilweise ganz, ganz, ganz viel Zeit verbraten mit leeren Kilometern und quasi Blind Dates, wo sie eigentlich nach 5 Minuten draufkommen, okay, das ist kein Kunde meiner Zielgruppe, der hat kein Budget, der hat keinen Need, also das bringt nichts. Und das ist der klassische Kaffeetermin, wie man so schön sagt, wo der Vertriebler halt nach 40 Minuten rausgeht, sagt, schöne Zeit gehabt, aber eigentlich ja, hat er nichts davon. Und genau da ist Marketing aus meiner Sicht wirklich key, nämlich in diesem ganzen Thema Lead-Generierung und vor allem auch Lead-Nurturing und Targeting. Das heißt, wir können heute mit den Prozessen, gerade auch mit HubSpot, weil du das vorher erwähnt hast, was ja unser Technologiepartner ist, wirklich ganz gezielt ein Lead von A nach B bringen. Wir nennen das quasi die Customer Journey. Das heißt, wirklich herzugehen, zu sagen, mit einer Bayer-Persona, das ist so quasi die, wie soll ich sagen, die teilfiktive Zielperson, die wir targetieren, die wir uns vorher quasi durch Analysen und Co. Eruieren und sagen, okay, genau diese spitze Zielgruppe targetieren wir und diesen Menschen bringen wir durch zum Beispiel ein First Converting Item, das ist im Bereich des Content Marketing, dann zum Beispiel ein E-Book oder ein White Paper, das genau auf sein Need passt, dann halt weiter und schauen dann, dass wir ihn dann quasi durch eine strukturierte Kette dann nurturen und somit quasi verkaufsbereit machen. Und das Spannende dabei ist auch ein bisschen, dass wir in Bereiche vorstößen können, die man so quasi klassisch nicht denkt. Mein Lieblingsbeispiel ist ein Kunde von mir, ich sage jetzt keinen Namen, aber man kann sich's denken, die machen so quasi große Wasserspender. Die stehen in Krankenhäusern und Co. Drinnen und da ist drum gegangen, wie schaffen wir es, dass wir diese Wasserspender auch quasi in Unternehmen reinkriegen, weil dort verlieren wir häufig gegen die hauseigene Wasserleitung. Ja. Und da ist so, natürlich, man kann sich vorstellen, jetzt im SEO-Bereich und Co. Wasserspender werden jetzt da nicht viele Leute googeln. Ist Nein. eher nicht so der Fall. Das heißt, wir schaffen jetzt, und auch quasi im Content-Marketing, Wasserspender ist auch nicht sexy. Also man kann das Produkt quasi bewerben, ist auch schwierig. Wie schaffen wir es also, dass wir Awareness generieren für dieses Produkt? Und das ist zum Beispiel so, dass wir quasi die Kette im Kopf gebildet haben und gesagt haben, okay, eigentlich ist es so, wenn ein Mitarbeiter nicht ausreichend Wasser trinkt, danach quasi, dann ist er müde, dann ist er schlapp, dann kann er sich nicht wirklich gut konzentrieren. Und somit ist zum Beispiel so ein Wasserspender nichts anderes als ein Produktivitätssteigerungsmittel. Und haben dann quasi eine große Kampagne gemacht auf der Content-Seite zum Thema Mitarbeiterproduktivität, Produktivitätssteigerung, Effizienzerhöhung und Co. Dinge, die durchaus viele Manager suchen und quasi auch quasi, also suchen und interessieren. Und haben dann quasi immer, haben dann zum Beispiel beim Blogartikel 10 Dinge zur Mitarbeiterproduktivitätssteigerung waren dann das 10. von 10 Punkten war dann quasi richtige Hydrierung, Versorgung ausreichender Wasser, Wasserquellen und was auch immer. Und somit haben wir ganz slightly und direkt, also indirekt quasi den Kunden von einem Produktivitätsthema geführt zum Wasserspender. Weil danach, wenn ich die Awareness schaffe für die Produktivität, dann kann ich irgendwann hergehen und sagen, lieber Manager, schau, da gibt es ein fixfertiges Angebot, wie du deine Produktivität steigern kannst. Das ist der Wasserspender, kostet x pro Ding und kauf ihn einfach. Wenn wir einfach so hergegangen wären und hätten gesagt, kauf den Wasserspender, wäre es wahrscheinlich nicht so effektiv gewesen. Und das ist diese Journey, von der ich spreche. Genau. Da kann man dann ja auch noch Storytelling-Elemente einbringen von total verdörrten Mitarbeitern, die ihre Hand kaum erheben können am Schreibtisch. Aber das ist ja psychologisch ein sehr interessantes Thema, weil so wie du sagst, wir haben ja in Wien konkurrenzlos gutes Leitungswasser, aber trotzdem, ich weiß das auch von vielen Kollegen, wenn so ein Spender da steht, das ist, wie die Leute trinken dann mehr. Es ist eine permanente Erinnerung, viel mehr als von der Wasserleitung. Ja, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und du hast es angesprochen, HubSpot ist euer Technologiepartner. Welche Rolle spielt einerseits für dich als Berater oder für die Unternehmen, aber auch für dich persönlich LinkedIn in diesem Setup deiner digitalen Lead-Akquise oder auch deiner Selbstpräsentation? Also viel.
Ganz, ganz viel. Einfach deswegen, weil, das ist meine persönliche Meinung, LinkedIn die Plattform ist, wo B2B-Business stattfindet. Das ist, wir haben das versucht mit Facebook, organische Reichweite, ganz, ganz böse. Da muss ich sofort zur Kasse greifen, damit ich da Reichweite generiere. Aber ist auch schwierig, weil ich teilweise die Leute in einem anderen Mindset vorfinde. Ja. Natürlich sind auch Manager und Entscheidungsträger und Führungskräfte auf Facebook, aber die gehen auf Facebook nicht in ein Business-Mindset. Das hat ja Xing lang versucht, nur Xing hat für mich eins falsch gemacht. Die haben den Content verschlafen. Ich kann bis heute quasi nur einen Link mit ein paar Zeilen hinzufügen und ich habe keine Rückschlüsse darauf so richtig, wer sieht das, wer sieht es nicht. Und genau da setzt für mich LinkedIn an. Du kannst aber ein Foto vom Mobilclient posten. 2020. Hey. Ich finde, der zweite große Fehler, den sie gemacht haben, dass sie digitale Skalierung nicht verstehen, quasi den Premium-Account zur Voraussetzung zu machen, dass ich so etwas Triviales wie ein Titelbild hochlade. Naja. Man sieht ja, wo sie das hinführt. Ja, wenn ich die Paywall zu früh ansetze, ist es natürlich auch böse. Das muss man auf der anderen Seite sagen. Und das, was halt LinkedIn halt wirklich bietet, ist halt wirklich, dass fast jeder heutzutage, fast jede Branche dort vertreten ist und auch Führungskräfte, Manager und Co. einfach dort vertreten sind. Und bitte jetzt nicht den Fehler machen, und das ist vielleicht eine ganz große Bitte direkt auch an alle, die zuschauen, nicht anfangen, zum Hardseller zu werden auf LinkedIn. Nein, es liegt das immer nicht. Wieder, dass Leute da anfangen, mit irgendwelchen Bots zu arbeiten oder irgendwie mit Copy und Paste Nachrichten rauszuspammen. Absolut furchtbar, absolut quasi diskreditierend. Ja, im Normalfall, wenn mir so etwas passiert und mich so jemand anschreibt, was eigentlich leider Gottes täglich vorkommt, dann hat er fast schon keine Chance, mit mir Geschäft zu machen. Egal, wie gut sein Service eigentlich ist. Das heißt, für mich ist jetzt, oder mir stellen auch die Kunden oft die Frage, wie kann ich jetzt quasi im LinkedIn seriös und aber auch nachhaltig Werbung schalten. Aus meiner Sicht, oder auch werben, sagen wir es mal so, nicht nur Werbung schalten. Aus meiner Sicht gibt es drei Möglichkeiten, die ich einsetze, die wir bei der Vesico und die Gromo einsetzen und wir auch unseren Kunden empfehlen. Das eine ist Aufbau von Personal Brands. Ich probiere das selber seit mehreren Monaten. Ich habe jetzt an die 4000 Follower, plus minus, müsst nachschauen. Ja. Die wachsen ständig. Und wie mache ich das? Auf der einen Seite versuche ich täglich für meine Zielgruppe relevantes Material zu posten, in Form von Fotos, PDFs und Co. Einfach gratis Wissen mitgeben. Und auf der anderen Seite quasi versuche ich auch aktiv nach Leuten zu suchen, die ganz wichtig. Meine Zielgruppe in Frage kommen. Das heißt, Mittelständler, Leute, also größere Unternehmen, die quasi einfach da Lust haben oder auch müssen, mal stärker über die Digitalisierung nachzudenken, da vielleicht auch auf der einen oder anderen Seite quasi ein bisschen verschlafen haben. Haben wir oft häufig so Kunden, die jetzt auch durch Corona, also ich bin ein klarer Gewinner der Krise, muss man so sagen, auch wenn es natürlich böse klingt und es nicht schön ist, aber gerade viele Firmen, die bis jetzt quasi so machen wir mal, funktioniert schon irgendwie mit unseren Kaffeeterminen bei Kunden, müssen jetzt quasi da anfangen, mal strategisch darüber nachzudenken. Das ist die eine Achse. Die zweite Achse ist das Thema Corporate Branding. Das nutzt man vor allem im Personalbereich, dass wir sagen, okay, wir schauen, dass wir uns als Firma spannend darstellen für die Mitarbeiter von der Vesicon-Seite her zum Beispiel. Und das dritte ist halt natürlich bezahlte Werbung, ganz klar. Das funktioniert absolut super. Also wir haben lange nur mit Google Ads gemacht. Facebook haben wir ignoriert, wie gesagt, schon aus den bekannten Gründen. Und eigentlich ist es so, dass wir unsere Werbebudgets strukturiert immer weiter von Google Ads verlagern auf LinkedIn Ads. Weil gerade wo ich ein mega Fan davon bin, persönlich sind diese Lead-Gen-Forms, wo der Kunde ja quasi, für die, die es nicht kennen, ich nehme ein White Paper, ein E-Book und kann quasi direkt sagen, dem Kunden quasi mit einem Klick seine Kontaktdaten, die er ja aus LinkedIn hat, quasi direkt befüllen lassen ins Kontaktformular und mit einem weiteren Klick sagen, feuern, ich möchte das Dokument haben und dann ist das Dokument da. Und das ist einfach eine super smarte Variante, wie man auf der einen Seite Content an den Kunden bringt und auf der anderen Seite natürlich, wie könnte es anders sein, seine Kontaktdaten natürlich generiert als Lead. Da kommt jetzt HubSpot ins Spiel, weil HubSpot zum Beispiel dann nativ die Lead-Gen-Forms unterstützt und somit ich quasi direkt alles, was quasi über LinkedIn Leadgens reinkommt, dann direkt natürlich in meinem CRM im HubSpot drinnen habe und dann weitere Automatismen starten kann,
wie zum Beispiel ihm dann eine E-Mail-Kette schicken oder quasi mir einen Task eintragen, um den Kunden anzurufen, was auch immer dann das Relevante ist. So, Entschuldigung, viel geredet. Ein sehr spannendes Thema und ich denke auch ein Bereich, wo es ja sehr, sehr wichtig ist, dass man nachhaltig gute Arbeit abliefert, gerade in Zeiten, wo so wahnsinnig viele automatisierte Lead-Gen-Experten unterwegs sind. Die können auch etwas, nämlich den eigenen Ruf, innerhalb kürzester Zeit ruinieren. Hallo und herzlich willkommen, liebe Patricia, Katja, Milos, danke für die Geburtstagswünsche. Ja, Gero fragt, ob ich denn an meinem Geburtstag nichts Besseres zu tun habe. Selbstverständlich nicht. Was könnte es Besseres geben? Ich muss sagen, man gewöhnt sich ans Livestreamen. Es macht auch wirklich Spaß. Mein restliches Geburtstagsprogramm ist spektakulär, nicht minder spektakulär. Ich werde mich dann im Anschluss noch ein paar finale Vorbereitungen treffen für meinen Wahrnehmungsworkshop morgen bei Patricia. Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Ich kann nur sagen, Magie liegt in der Luft. Es ist noch nicht der Trick. One Take natürlich. Hier wird nichts geschnitten. Das ist ein Livestream. Schaumgummiball. Ihr kennt das wahrscheinlich. Die Zauberer können dann quasi, die tun die Hand einfach runter und machen dann sozusagen, verstecken die Bälle zwischen den Fingern. Ja, ich freue mich wirklich schon sehr auf morgen. Und damit, hallo Karin, danke schön. Ja, lieber Mario, ich kann das nur zurückgeben, das war wirklich ein super, super interessantes Interview. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, den hören wir gleich. Aber vorher noch eine Anmerkung. Jens Polomski, der auch zusieht hier bei uns, ist immer außergewöhnlich gut informiert. Ich kann nur dringend empfehlen, ihm zu folgen. Jens hat hier vorher im Chat gepostet, es gibt noch ein zweites Analytics-Tool. Falls sich jemand von euch fragt, warum LinkedIn boomt und so, warum bauen da nicht mehr Leute Analytics-Lösungen, würden. Nur LinkedIn ist sehr, sehr geizig oder sehr, sehr selektiv mit dem API-Zugang, mit der Schnittstelle. Und ihr wisst ja, diese Plattformen, das funktioniert nicht, dass man einfach das Profil mit einem Browser simuliert und die Daten aktualisiert. Das fällt dann gleich auf, das ist Scraping, wird man gesperrt. Das heißt, für so ein Analyse-Tool, die müssen von LinkedIn gewitelistet sein, damit sie auch auf die Daten zugreifen können. Und da dachte ich, das Shield das Einzige ist, aber eben Jens, Jens hat vorher gepostet, in Lytics, ich werde den Link dann auch gleich zu den Kommentaren reinschreiben, die Links zum Interview mit Mario sind schon dabei, in Lytics.io, das funktioniert, ist ein Online-Service, funktioniert über eine Chrome-Extension, ich habe es mir jetzt während des Interviews schnell installiert, ist momentan noch im Alpha, bedeutet auch, ist gratis und ich glaube, es dauert ein bisschen, die Installation geht sehr schnell, man braucht eine Chrome-Extension, ich glaube, es dauert ein bisschen, bis die Daten dann reingeladen sind. Ich habe jetzt nur beim ersten Blick gesehen, eine Funktion, die sich viele immer wieder wünschen, ist auch integriert. Man kann mit Analytics eben nicht nur die Daten analysieren, sondern auch Status-Updates vorprogrammieren. Man kann, ich bin der Meinung, man sollte nicht, weil es gerade auf LinkedIn super, super wichtig ist, wenn man was postet, dann auch schnell danach die Kommentare moderieren zu können. Das heißt, wenn ich eigentlich keine Zeit habe, am Donnerstag um 14 Uhr, dann sollte ich das nicht vorprogrammieren, sondern mir besser einen anderen Zeitpunkt suchen. Aber trotzdem, es kann natürlich Anwendungsfälle geben, kann auch in Gruppen absolut Sinn machen, no harm done hier. Also ja, ist auch integriert. Ich werde es mir natürlich genauer ansehen, mehr dazu in Kürze. Vielen Dank, lieber Jens, für diesen Tipp. Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Interviews mit Mario. Wir haben uns natürlich auch über LinkedIn unterhalten. Viel Spaß damit. Da waren mehrere ganz, ganz zentrale Punkte drin. Also auf der einen Seite, so wie du gesagt hast, das ist halt, man braucht mit LinkedIn-Werbung nicht anfangen, mit Lead-Gens und auch in Wahrheit mit Content-Posting nicht anfangen, wenn man die Zielgruppe nicht kennt. Du hast vorher gesagt, das funktioniert, weil wir Inhalte posten, die für die Zielgruppe nützlich sind. Und ich möchte dann nochmal das für die Zielgruppe rausstreichen, weil das ist halt genau der Punkt. Inhalte, die für Konditoren super interessant sind, sind für Rechtsanwälte vermutlich Fahrt, außer in Ausnahmefällen, aber wir leben nicht von Ausnahmefällen. Das ist super wichtig und das Zweite, was du gesagt hast, das ist halt auch etwas, in Wahrheit ist ja bei AdWords genauso. Es macht wenig Sinn zu sagen, ich habe jetzt mal 3.000 Euro Budget über und wir machen jetzt 2 Wochen AdWords. Das sind Dinge, wo du selber sehr viel erfährst im Ausprobieren und Experimentieren
und auch meiner Erfahrung nach LinkedIn-Werbung, das muss man langsam steigern und skalieren. Das hat auch keinen Sinn, einmal was reinzuwerfen und sich dann ein Bild zu machen, hat funktioniert oder nicht. Es ist nicht billig und deswegen muss es getargetet sein. Aber machen sehr wenige noch im deutschen Sprachraum das ernsthaft nutzen. Leider. Ja, oder zum Glück. Ein Punkt ganz wichtig und das ist ein Punkt, wo ich oft auch ein bisschen Kritik bekomme dafür, aber hinter dem ich ganz fest stehe, nämlich ich bin ganz hart gegen dieses Silo-Marketing-Denke. Oft, umso größer die Organisation ist, habe ich dann ein Web-Team, ich habe ein SEO-Team, ich habe vielleicht für meine Ads eine externe Marketing-Agentur. Ich will jetzt über die Qualität der einzelnen Disziplinen überhaupt nicht urteilen, nur das Problem ist, ich muss das Ganze alignen. Das heißt, Koordination ist. Das, was ich im SEO mache, muss mit dem zusammenstimmen, was ich als Werbung schalte, muss mit der Landingpage, auf die ich die Kunden lasse, übereinstimmen und muss dann mit der E-Mail-Journey übereinstimmen, die ich hinten nach schicke. Und das ist halt immer so ein Thema. Ich sehe laufend Kunden, die Werbung schalten und die Kunden auf ihre Startseite lassen. Ich sehe, also als natürlich ein Wahnsinn, weil die Churnback-Rate, dass die Leute wieder wegklicken, ist natürlich hoch und ich habe 8 € bezahlt, dass du da drauf klickst. Das nächste Thema ist, ich kenne so viele Unternehmen, die zwar Leads produzieren, aber kein Follow-up machen. Dann habe ich, also der Kunde hat das E-Book, der ist super, aber sind wir uns ehrlich, wie viele Kunden lesen die E-Books, die sie downloaden? Das Ding ist schön. Und in erster Linie eine Delegationsfunktion, der Download ersetzt quasi, oder es ist das mentale Investment, du musst es nicht mehr lesen, ich kann es abspeichern, ich kann es ja dann lesen, wenn ich es brauche später. Ja, außer ich habe wirklich einen ganz, ganz akuten Need. Ja, wir haben das ausprobiert, wir haben da sogar mal Umfragen gestartet und oft ist es wirklich dieses Fear of Missing Out in einem anderen Kontext gesehen, nämlich ich brauche dieses E-Book, weil vielleicht brauche ich dieses Wissen irgendwann einmal. Und der klassische Faktor ist wirklich der, ich lade das E-Book runter, speichere es auf meinen Desktop und dann liegt es dort. Und irgendwann, entweder wird es wegsortiert oder landet im Rundmüllordner. Aber das heißt nichts anderes als durch dieses White Paper, durch dieses Download, also wenn es der Kunde nicht liest, kriegt er nicht mit, dass ich eigentlich Experte für ein Thema bin. Genau. Das ist Nummer eins. Und wenn ich dann kein Follow-up mache, quasi der Lead verkümmert im E-Mail-Marketing-System, dann bringt es mir gar nichts. Also und deswegen ist es für mich immer so wichtig, und das ist ein Thema, wo wir oft im Beratungsprojekt ansetzen, mal diese Ketten zu vervollständigen. Weil in den einzelnen Disziplinen sind die Unternehmen oft gar nicht so schlecht. Absolut. Nur ja, absolut. Man muss halt quasi da die Bindeglieder schaffen, die Brücken bauen, wie wir es immer sagen. Man müsste mal bei so einem E-Book oder White Paper, wenn das, sagen wir, 15 Seiten hat, am vorletzten Kapitel irgendwo im Text einfach Lauftext unterbringen, einen Gutscheincode, gibst den ein und du kriegst sofort 10 € per PayPal zugeschickt. Dann wüsste man, wer bis dahin gelesen hat. Ja, man kann das mit HubSpot elegant lösen. Da kann man es direkt mitmessen. Da kann man das Dokument hochladen und der Kunde bekommt quasi das Dokument in einem Webviewer zu sehen und dann sieht man genau, bis zu welcher Seite quasi hat der Kunde gescrollt und wie viel Zeit hat der pro Seite verbracht. Ja. Da sieht man auch ganz, ganz häufig, dass die Kunden draufklicken, die Webversion sehen, einmal runterscrollen, die Daten werden gesammelt und danach wieder zurückspringen. Und da weiß ich genau, okay, ja, der wollte es haben, aber dann muss ich da jetzt ein Follow-up machen, weil sonst hat der Kunde nichts davon und ich habe auch nichts davon. Genau, das ist super, super wichtig und das sind einfach viele Dinge, die man liegen lässt, aber da fließt ja Aufwand rein bis zu dem Punkt. Ich habe das E-Book schreiben müssen. Das war auch etwas, wo ich vorher bei dir nochmal nachfragen wollte, weil eure Zielmärkte oder eure Kunden ist wahrscheinlich unterschiedlich, aber du wirst auch welche haben, vermutlich, wo nur Österreich relevant ist. Genau, also im Normalfall unsere Kunden haben andere Unterscheidungskriterien als klassische. Ja. Wie unterscheide ich einen Kunden? Eines der wichtigsten Themen ist immer, wenn jemand fragt, Mario, bringst du mir was? Wenn ich mit dir zusammenarbeite, frage ich immer so, sind deine Kunden digital? Das ist Thema Nummer eins. Mhm. Wenn deine Kunden nicht digital sind, wird es mit mir schwierig. Thema Nummer zwei, lebst du von einer Skalierung? Also es gibt Autozulieferer, die machen 99,9% des Umsatzes mit 2 Kunden. Ja. Schwierig, dem zu helfen. Ja, klar. Ja. Also weil er braucht ein klassisches Account Management oder vielleicht Account-Based Marketing oder sowas in die Richtung. Aber da geht es vor allem darum, die Rahmenverträge zu vergrößern. Das heißt, bei mir sind vor allem Kunden interessant, die quasi ein bisschen einen Skaleneffekt haben. Das heißt, sagen, okay, ich habe vielleicht mein Wert pro Kunde ist ein wenig kleiner, dafür brauche ich mehr davon.
Und das Dritte, was total wichtig ist, ist, dass der Kunde quasi die Möglichkeit hat, irgendwie seinen Content, also dass es ein komplex genuges Produkt ist, dass ich es mit Content vermarkten kann. Das ist mir auch wichtig. Wenn das nur ein Händler ist, der quasi Produkte hat, also in einem Webshop, die jeder andere hat, dann kann ich ihm vielleicht noch kreativ ein bisschen mit einer Content-Strategie helfen, aber es ist schwieriger, als wenn das jetzt da gerade jemand ein Fertiger ist oder ein Software-Schmiede ist oder eine Dienstleistungsfirma ist, die ihre eigenen Backerl haben, die ihre eigenen Pakete haben, weil da kann ich ganz viel drumherum bauen und da kann ich ganz viel Mehrwert schaffen. Das heißt, das sind die drei Grundthematiken, so richtig gezeigt, drei Grundthematiken, die wir immer fragen. Und danach ist es natürlich so, dass der Kunde im Normalfall gerade bei der Vesicon-Seite eine gewisse Größe haben sollte. Also im Normalfall, sagen wir halt so in die Richtung so 5 bis 10 Millionen mindestens Umsatz im Jahr, weil ja, irgendwo muss ich dann der Aufwand, den man ins Marketing steckt, auch rechnen, damit dann quasi der Hebel da ist. Das sind so die Themen, wie wir eigentlich normal Kunden klassifizieren. Das heißt, unsere meisten Kunden kommen eigentlich aus den Branchen IT ganz stark, Produktion ganz stark und komplexe B2B-Dienstleistungen. Das sind so die drei Steckenpferde quasi. Sind natürlich auch, so wie du vorhin gesagt hast, klassisch Branchen, wo die Kunden zu einem hohen Grad jetzt schon digital sind. Aber man muss auch sagen, es wird bald keine Branche mehr geben, wo kein Anteil an Kunden digital ist. Also da spielt natürlich auch die Zeit ganz stark gegen Unternehmen, die nicht auf Digitalisierung setzen. Da ist zu früh dran sein, ist kein Fehler. Hätte ich ein spannendes Gegenbeispiel, wenn du möchtest. Ja, bitte, sehr gerne. Ich mache mit dem Kunden fast immer, wenn wir so ein Beratungsprojekt sind, so bei einer Personas-Analyse. Und das Spannende ist natürlich, man fragt den Kunden mal, also ich lasse den Kunden mal kommen, weil dann ist der Lerneffekt größer. Ja. Ich sage, was ist eure Hauptzielgruppe? Und in 99,99% der Fälle CEO, CFO oder CIO. Also alles, was die vorne hat. Und dann lasse ich die Leute mal das Profil ihres CEOs ausarbeiten. Das heißt, wir reden dann, wie alt ist der und welchen Familienstand, was hat der am Tablet und hin und her. Und haben dann eine Ausgabe des Profils und am Schluss stelle ich zwei Fragen. Nämlich stelle ich die Frage, wo ist der online und woher bezieht er seine Informationen? Und oft fällt dann schon von allein der Groschen, scheiße, die großen CIOs sind gar nicht so richtig online, sorry für den Ausdruck, aber die sind größtenteils sind die verbunden mit ihren Peers. Aber der hat nicht die Zeit, dass der sich gewisse Dinge durchliest im Web oder große E-Books runterlädt oder auf E-Mail-Journeys reagiert oder sonstiges. Das heißt, oft ist es so, dass viele versuchen, im Online-Marketing den CEO zu targetieren, das aber völlig aus meiner Sicht falsch ist, weil der gar nicht so resonieren kann, weil der im Normalfall so viel Informationswahnsinn hat, dass der schon fast entkoppelt ist von seiner eigenen Organisation, geschweige denn, dass er noch externe Informationen zulässt. Von wem lässt er Informationen zu im klassischen Fall? Das sind entweder andere CEOs, die er kennt, oder das sind halt seine Peers, die er unter sich hat. Das heißt, genau, da muss man rein targetieren. Und wir machen es häufigerweise wirklich so, ist auch ein Tipp, wenn wir so eine Customer Journey aufbauen und wir wissen, wir brauchen ein komplexeres Produkt und wir brauchen den CEO im Verkauf oder in der Qualifizierung, dass wir zum Beispiel dem Peer oder der Zielperson dann Informationen schicken, die er dazu nutzen kann, es bei seinem CEO zu platzieren. Das heißt, wir benennen die Information auch danach, so nach dem Motto, das ist für deinen CEO. Und was ist das einzige, zum Beispiel Marketingobjekt, wo wir erfolgreich sind beim CEO-Marketing? Das sind Nachweise. Das heißt, das sind Referenzen, Success-Stories. Referenzen, aber aus der Peer Group, genau. Referenzen aus der Peer Group, das ist das einzige, was mich interessiert, weil dem kann ich ein Whitepaper schreiben, wie toll wir sind. Im Normalfall glaubt er mal es oder glaubt er mal es nicht. Aber vielleicht seinem Assistenten oder einem Zuständigen und sagt, genau, schau dir das einmal an, ob das Sinn macht. Aber wenn ich dem einen Einseiter hinlege, eine Customer Success Story und sage, schau mal, das ist passiert, das haben wir erreicht, das sind die Zahlen, das ist etwas, wo er resonieren drauf kann und was ihn selber vielleicht auch challenged und somit sein Interesse weckt. Alles andere haben wir keinen Erfolg damit gehabt. Und das sind so die kleinen Feinheiten im Customer Journey Marketing, wie sie immer nennt, die dann spannend sind und wo es dann ganz viele Aha-Erlebnisse auch mal geben kann in so einem Beratungsprojekt. Super, super spannendes Thema. Also ich kann euch nur empfehlen, es gibt so viele windige Lead Generation
Angebote da draußen. Bei euch steckt da wirklich was dahinter und viel Überlegung, macht alles hochgradig Sinn. Kann ich da nur empfehlen, je nachdem, wie du am Anfang gesagt hast, möchte ich lernen, wie ich da selber vorgehe oder möchte ich es lieber outsourcen? Lieber Mario, eine Frage, der kein Gast hier in meiner Sendung entkommt. Erzähl uns doch bitte irgendwas über dich, privat, beruflich, was du möchtest, dass deine Online-Kontakte oder sagen wir mal der Großteil deiner Online-Kontakte nicht über dich wissen.